Was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Ich bin gerade zu Hause, wie ihr unschwer erkennen könnt. Im Hintergrund, falsche Hand, da im Hintergrund hängt meine Kombi. Ein bisschen weiter oben hängt auch mein Helm, aber ich will die Kamera jetzt nicht bewegen. Ah, okay, ich bewege sie. Da. Da ist mein Helm. Da oben ist mein Snowboard. So, okay. Da runter mit dir. Nicht zu weit runter, sonst seht ihr, dass ich nackt bin. Ja, viele von euch haben sich gewünscht, Kulewu, mach doch mal bitte ein Reaction-Video. Und hier ist das Reaction-Video, was ihr euch alle so gewünscht habt. Ja, ich reagiere heute auf ein Video von den Paddle Riders, Angry People vs. Biker Compilation. Lasst den Boys auf jeden Fall ein Follow da. Die knallen immer sehr nice Compilations raus. Und falls ihr Bock habt auf weitere Reaction-Videos, schreibt es einfach in den Kommentaren. Und ja, der Sound ist wahrscheinlich jetzt nicht der allerbeste. Das ist ja jetzt alles nur über mein Mikrofon, über mein Razer-Headset. Aber wir gucken mal, was wir können. Und dann geht's jetzt hier auch richtig los mit dem Video. Ab geht's! Puh! Und los geht's mit dem Video. Hello, mit dem Paddle Riders. If you want to see your clip in our video, please send your video to the email below. Thank you. So tanze ich immer im Club. Rühre ich den Topf immer so um. Oder ich stehe vorne auf der Bühne. So, erster Clip vom guten Jonas. Tuckert gemütlich die Landstraße lang. Oh, was ist das? Ist das ein Regentropfen auf der Cam? Oder ist eine Verpixelung? Oft ist bei den Verpixelungen so, dass du die Gesichter trackst und dann wird es automatisch getrackt auf dem Gesicht. Klappt manchmal, manchmal nicht. Hatte ich auch schon. Oh, ja. Hält er die Hand raus. Tramper-Style. Auf jeden Fall ein gut breiter Rocker. Da haben sie schon Knödel in der Hose. Mann, Mann, raus, Mann! Was denn? Oh. Da spielen Kinder. Katzenhunde. Ja. Kein Problem mit Biker. Ein bisschen lauter machen. Oh, ein Cuxhavener Biker. Das sind die, das sind ganz gefährliche. Oh. Das war scheiße. Ein Rennen könnt ihr da draußen fahren. B73. Wie er manchmal so komplett ruhig redet und dann zum anderen auch kloppig euch in die Fresse. Sehr geil. Hörnde, da könnt ihr Rennen fahren. Ja. Da sind keine Polizei. Das ist alles cool. Aber hier, Mann. Tiere. Haustiere, Kinder. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder ganz ruhig. Alles klar? Ja. Ich wünsche euch alles Gute, eine bullenfreie Saison. Danke. Geil. Wie hörst du? Wie er immer gewechselt hat zwischen ganz ruhig und richtig aggressiv. Geil. Aber er hat seinen Standpunkt auf jeden Fall klar gemacht, dass sie da nicht so langheizen sollen wegen den Kindern, wegen den Haustieren und sowas, sondern lieber ein bisschen weiter nach hinten gehen und dann ist alles cool für ihn. Kenne ich leider nicht. Der Hund guckt schon ganz unbeholfen. Der kennt es schon. Der wartet drauf, dass er die Biker endlich vom Bike kloppt. Oh, da war die Verpixelung. Weg. Jonas, schnell weg. Hast du ihn nicht richtig verpixelt? Ja. Schönen Abend. Ah. Da hatten sie auf jeden Fall einen guten Knödel in der Hose, denke ich. Boah, ganz schön laut. Nennen, 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 nennen. Würde ich auch mal gern machen. Mit einer Cross so abseits der Straße fahren. Leider habe ich keine Cross. Oh. Das Problem kenne ich. Ich als alter Wheelie King. Da dachte ich schon öfter mal, oh, das ist ganz schön weit oben. Hab dann aber wieder runtergeguckt, hab gesehen, das waren eigentlich nur 3 cm gewesen. Aber
Die Wheelies werden weiter geübt, aber immer nur, wenn ich Bock darauf habe. In letzter Zeit habe ich nicht mehr wirklich viel geübt. War ja auch in Kroatien gewesen jetzt 2 Wochen, aber alles nach Lust und Laune. Er hat sich auf jeden Fall, glaube ich, nicht doll wehgetan, war auch nicht schnell gewesen. Fährt doch gleich weiter. Bike springt wieder an, alles schick. So, Innenstadt. Was ist das? R.O. Sprinte da los. Schneller als Usain Bolt. Der gute Usain. Boah, ey, ich hoffe, das kann ich irgendwie photoshoppen, ey. Ich geb dir auch gleich, was du aushalten musst. Oh. Halt dein Maul. Halt dein Maul, Mann. Halt dein Maul. Was willst du von mir? Hat der gegen die Scheibe geklappt. Der hätte sich bestimmt gut mit dem Cuxhavener Biker verstanden. Beide ein kleines Aggressionsproblem. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Mit wem redet er jetzt? Jetzt hat da hinten noch irgendeinen Jungen angemacht, glaube ich. Kannst du mal Abstand halten, Alter? Die Blöde. Was bin ich? Kann ich mal Abstand halten? Halte mal Abstand! Ab! Ich muss hier raus! Erinnert mich auf jeden Fall gut dran, die Stimmlage. Abstand sollst du halten! Du setzt mein Leben aufs Spiel! Alter, ey Junge, komm zur Arbeit! Hab doch Kamera, wir kennen den Applaus, den Arbeitgeber hoch! Der Duke. In der Stadt ist dieser Mindestabstand auf jeden Fall immer sehr schwer einzuhalten. Du stellst mein Leben aufs Spiel, wenn du mir zu nah auffährst, okay? Und ich will einfach nicht, dass du mich irgendwann umfährst, weil ich zu schnell bremse. Da habe ich keine Lust drauf. Wie wär's, wenn du dann auch einfach Abstand hältst? Ich hält genau den gleichen Abstand wie du zu deinem Fahrmann. Nee. Ja, aber erstmal habe ich einen Motorrad, du hast einen Van, das ist schon mal ein Unterschied. Hä? Also, eigentlich müssen alle genau denselben Abstand halten und Motorradfahrer müssen ja jetzt nicht, weil sie im Motorradfahren geringeren Abstand halten. Also war auf jeden Fall ein bisschen Quatsch, was er da gesagt hat. Der im Auto, der war auf jeden Fall ziemlich gechillt drauf. Und in der Stadt ist es sowieso mega schwer, den richtigen Abstand zu halten. Also in Berlin würde das gar nicht gehen. Natürlich muss man nicht dichter als 5 Meter ranfahren oder irgendwie sowas. Also so einen gewissen Mindestabstand sollte man schon halten, aber wenn man 50 fährt, kann man nicht 25 Meter Abstand halten. Sonst würde sich ja alles stauen in der Stadt. Und ich habe dich mehrfach drum gebeten, habe dich mehrfach angesehen. Ich habe dir auch ein Nettes gesagt. Und dann musst du mich, dann kommst du an mich vorbeigefahren und pullst mich an. Den mag ich gar nicht, diesen Motovlogger. Der fährt doch immer mit dem Dildo am Helm rum. Ja, wir gucken uns erstmal dieses Video an und danach erzähle ich euch mal, was ich dabei empfunden habe. Nicht witzig. Hä? Wie, nicht witzig? Was soll das? Wie, was soll das? Was soll das? Na, was denn? Ja, da rüber zu fahren, das ist ein Fußweg. Wie, wir haben da oben Fotos gemacht. Wir hatten den Motor aus, wir... Die waren aus gewesen? Die waren aus gewesen. Wir... Ich kann es doch überall hinschieben, wo ich will. Naja, du hast doch angefangen zu diskutieren. Ja, und ich fahre auch nicht. Naja, dann diskutier doch nicht mit mir. Okay. Ja, du quatschst also, doch die ganze Zeit weiter. Ich kann Fotos machen, wo ich will. Jetzt ist eh nur noch dumme Diskussion so. Laber doch nicht dumm rum, Alter. Im Endeffekt hatte er recht, man fährt natürlich nicht auf dem Fußgängerweg, was natürlich auch stimmt, aber wir haben keinen gefährdet. Und er dachte, weil auf der anderen Seite der Brücke auch eine Straße war, dass wir über die Brücke rübergefahren sind, und um abzukürzen. Was aber nicht stimmte, wir hatten da oben Fotos gemacht, hatten den Motor aus, haben uns runterrollen lassen und sind dann die 30 Meter von der Brücke zur Straße bis dahin halt gefahren.
Und wir haben ja auch keinen gefährdet. Also ich habe die vier Leute gesehen. Wir haben dann rechts am Rand angehalten. Wir wollten ja auch wirklich nur zur Straße. Wir sind ja nicht an denen vorbeigebrettert mit 30 oder 50. Und der Ton macht halt die Musik. Hätte er gesagt, ey Jungs, das ist hier ein Fußgängerweg. Wäre cool, hätte das zur Straße geschoben. Wäre das was ganz anderes gewesen. Dann hätte ich gesagt, ja, sorry, tut uns leid so. Aber ja. Er hat erstmal komplett den falschen Ton eingeschlagen und zum anderen dachte er halt auch, dass wir über die Brücke rübergefahren sind, was so nicht stimmte. Also da oben sind auch sehr viele Passanten vorbeigegangen, die haben wir auch nicht behindert. Die fanden das alle sehr lustig, dass wir da oben Fotos gemacht haben. Ich weiß nicht, ob er jetzt einfach einen Dicken vor seinen Begleitern machen wollte, aber ja, war auf jeden Fall unnötig gewesen und hätte man auch anders diskutieren können. Weiter geht's. So. Was passiert hier? Kein Auto weit und breit. Okay. Der Rollstuhlfahrer hat irgendwas gezeigt. Ich habe es nicht genau gesehen, ob es der Mittelfinger war oder nicht. Oh, aber trotzdem gleich umzudrehen, deshalb mir wäre das so egal gewesen. Würde ich jedes Mal umdrehen, wenn mir einer irgendwas zeigt, könnte ich jeden Tag einen Roadrage hochladen. Warum war das mein Problem? Ja, was ist denn? Du hast. Alter, ich fahr hier gerade, Alter. Okay, das ist schon ziemlich aggressiv, ja, der Rollstuhlfahrer. Ich fahr hier lang und du machst so zu mir. Warum? Ich bin hier ganz normal rumgefahren. Das stimmt, er hat auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ich glaube, du machst gerade ein Problem. Ich glaube, du machst gerade ein Problem. Ja? Und wieso glaubst du das? Ja, weil du einfach fahren kannst ohne Kopf, Alter. Wie? Was habe ich denn jetzt gemacht? Erklär mir das mal. Ich bin angerollt, Alter. Ist das cool, oder was? Hä? Ja, ich bin noch extra über den Fußgängerüberweg gefahren, dass du da lang rollen kannst. Ja, deswegen. Ja, ist doch gut, dass ich da lang gefahren bin. Oder soll ich lieber auf dem... Also was genau der Rollstuhlfahrer jetzt will, verstehe ich nicht. Ich glaube dir das gerne und ich habe... Du kannst dem. Pass auf! Du keine. Ey! Warte mal kurz! Du, nicht! Oh, hat er ihn gerade angefasst? Wartet gerade eine. Eine Körperverletzung gegen einen Rollstuhlfahrer? Nicht, dass du jetzt denkst, dass ich dich irgendwie anfahren wollte oder irgendwas! Nee, nein! Warte mal kurz, ich will. Ist das dein Hund? Ich will jetzt nicht, dass der hier rumbellt, deswegen die ganze Zeit. Pass auf! Ich hab nicht. Ist das dein Hund? Halt deinen Maul! Geil. Da war der Hund von dem Cuxhavener auf jeden Fall deutlich ruhiger gewesen. Ich hab vorgehabt, irgendjemanden zu gefährden oder so, falls das jetzt deine Sache war. Ich bin jetzt bloß umgedreht, weil du so gezeigt hast. Ich wollte jetzt nur wissen, was du wolltest. Ja. Okay, die Stimmung kommt langsam wieder runter. Ja, ich hab nicht vor, jemanden zu gefährden oder mich selbst, deswegen... Ja, ich weiß. Das ist ja das Problem. Ja, nee, keine Sorge. Nee, ich hab mich bloß... Ja, kann ich verstehen. Laffe sind die, aber wie gesagt, jetzt, ich habe ja nichts Böses dabei gedacht. Ne? Ich bin extra weitergefahren, dass du da durchrollen kannst. Hätte ich gesehen, du kommst jetzt auf meine Fahrbahn, hätte ich gebremst. Logischerweise. Ja? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ist doch cool. Gut, ja. Haben sich die Hand gegeben, alles wieder schick. So, ihr Coolen, das war's auf jeden Fall mit dem Video von den lieben Putter Riders. Lasst denen ein Follow da und... Falls ihr Bock habt auf weitere Reaction-Videos, dann schreibt das in die Kommentare nach unten und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Das war's mit mir. Coole Buh ist raus. Bis dann, ihr Coolen. Psst. Tschu.